kümmern. Sonst wir können das Lager für schwere Kugeln, Lager für Mörser, den Frachtraum können wir verbessern. Kann ich mir jetzt nicht mehr. Ich weiß noch nicht, in welcher Größe sich das jetzt verändert. Laderaum 5. Nee, Quatsch. Frachtraum. 1000 mehr. Also wir können jetzt 2000 Dinge mitnehmen. Schwere Kugeln richten verheerenden Schaden bei Gegnern, allerdings nur auf kurze Distanz. Ach, die hatte ich noch gar. Ach so, die hatte ich noch gar nicht. Ein großer. Okay. So. Dann gehen wir wieder aus und gucken mal, wie es weitergeht. Dann habe ich alle Zeit zum Schneiden. Das ist ein bisschen positiv. Ich muss mich bei einem schneiden. Ich kann schön Zeit lassen. Ja, das ist so ein bisschen schaler halt. Das ist ein Rotton. Sieht aber besser aus als das Schwarz auf jeden Fall, gefällt mir besser. Es war so ein, war nur so ein Halbschwarz, irgendwie so ein Leder halt, ne? Sieht zwar schwarz aus, aber nicht irgendwie dunkel schwarz, ich hätte gern so ein Perlmutschwarz. Perlmut war das Schwarz, gell? Perlmut war glaube ich das schwarzeste Schwarz, bin mir nicht sicher. Na dann wollen wir mal gucken, wo der Robot sich aufhält. La 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 la. Wie das so episch, wie das aussieht. Und ich habe wahrscheinlich, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, oder vielleicht schon vorher, ich weiß es nicht, Assassin's Creed 5 holen und das im Anschluss auf dieses Let's Play spielen. Zum Zeitpunkt wird das dann natürlich dann schon veraltet sein, alle dann schon geschaut haben. Ich sollte die Jack da aufrüsten, bevor die Mission beginnt. Du weißt, mein Jack, du hast vollkommen aufgerüstet. Captain! Der hier bewegt sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade. Sagten kein Wort. Alles, was? Bin ich da oder was? Das ging schneller als erwartet. Na gut. So. Ja, jetzt muss ich das bei dir durch. Bartolomeo. Nee, Bartolomeo Roberts aufspielen. Er hat wirklich ein ganz schön großes Schiff. Ich frage mich allerdings gerade nur, ja, hat er den Schädel mitgenommen? Oder hat die Blutgefäße? Funktioniert der Schädel ohne die Anlage? Wäre mir nicht bewusst. Ich kann nicht wehren. Boah, Katze. Das könnte nur sein Schwert nicht. Du kannst ein bisschen überfordert, muss ich bestimmen. Geh da mal bitte. Deine Karte auf, oder? Aua. Stirb! Dankeschön. Haben wir es ja doch geschafft? Okay. Hab ich Waffen dabei? Nee, gar nicht. Ja. Ah, die haben doch bestimmt was dabei.
du und... Was hast du so? Ich trinke Uso, was trinkst du so? Ah, vier Kugeln, sehr schön. Gut, das war jetzt irgendwie ungeplant, ich weiß nicht warum. Gut, auch das war ungeplant. Hä? Ich dachte gerade, irgendwie funktioniert das gar nichts. Sehr schön, den habe ich blöd gemacht. Das sind mir nervig, die Dicken. Sehr schön. Und habt ihr doch sicher auch noch ein paar Kugeln für mich? Kugeln für mich? So, mal schauen, was der hier noch hat. Sieht nicht so aus. Ah, sehr schön. Wenn du jetzt auch drei hast, dann liebe ich dich. Zwei. Na gut. Aufgefüllt ist auch schon. Ja, weiß, dass wir da sind. Ja, weiß, dass wir da sind. Bin ich ziemlich sicher. Echt vorsichtig machen hier. Wir scheinen eine Menge Wachen zu sein. Ob die drei da hinten diesen Alarm schlagen, wenn sie die Toten sind? Bin mir sicher. So. Gerade wo ich hin könnte, da drüben könnte ich hin. Weiß aber nicht, ob die zurückkommen jetzt. Oh, Joey. So. Nee, 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 nee. Nicht so, Freundchen. Das da hinten ist er doch. Ich sehe es doch. Hallöchen. Hallo. Was? Was macht der denn? Soll ich ihn hier fangen? Spring! Ist der mit dem Berg. So, das Hilde, das habt ihr noch nicht erlebt. Na mach doch! Boah, Alter. Das verkackt echt am Bruder anfassen. Ich weiß noch, ich hab mich immer sehr über die, wie nennt sich das? Alter, greift er mich an? Feuer!
Boah, da hat er echt den... Wie ass ist das denn? Wir zerschellen gleich... Gebt den Wind ab! Habt ihr gerade auch die, Royal Fortune ändern? Ich soll gegen das Schiff... Er beschießt uns mit dem Mörder! Jetzt weiß ich genau, warum ich meinen... Den hat er. Boah, jetzt weiß ich, warum ich meinen Schiff abbrennen sollte. Alter, ich kann mich nicht schnell bewegen. Das geht nicht. Jetzt so. Was soll der Scheiß? Oh, jetzt kommt nicht wirklich ein Sturm. Er ist jetzt kurz. Oh. Feuer! Ah! Ah, das ist viel heftig. Minen im Wasser, Sir! Er bringt mir nichts. Ich muss jetzt mal den Typen ran. Ich hab keine Mörser. Mörser. Bereit zu feuern, Sir! Und getroffen, Sir! Feuer! Ja, ich kann nur mit diesem Ding hier die ganze Zeit attackieren. Feuer! Sonst wird das gar nichts. Feuer! Ach nee, schon wieder. Der Mörser wird mich töten auf jeden Fall. Minen auf! Diese Salve hat uns getroffen, Feuer! Sir! Ja! Zu Feuer! Was ist das denn? Wir sind gleich Korallen, Edward! Kanone bereit! Ja, so! Alter! Das ist gleich doof. Weil ich habe auch nicht die Möglichkeit... Wenigstens ist der Sturm diesmal nicht da. Ich will keinen Sturm. Lass mich einfach eine Reise durch den Kern fahren. So. Bereit zu feuern, Sir! Captain, weg von den Felsen! Bisschen bewusst, jetzt halt's Maul. So. Feuer! Die Leute haben auch noch Alter extrem. Ich kann... Oh, warum kann ich von Reise schon... Jetzt geht's wieder. Jetzt wieder nicht. Ich glaube, wegen dem Minen geht das nicht. Auf mich oder auf den? Edward, am Horizont tauchen Darlinge auf. Unter britischer Flagge. Das sind spanische Schiffe. Das wird ein Schlachtfeld, wenn wir uns nicht beeilen. Feuer! Okay, jetzt habe ich echt ein Problem. Ich hoffe, dass sie die angreifen und ich nicht. Vielleicht greifen sie mich an. Oh oh. Kopfsäge! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich hau ihn einfach drauf. Wenn Feuer! Ich mit allen gleichzeitig anlegen muss, ist es auch egal. Sind bereit, Sir! Feuer! So. Unterstützung, Captain! Wirklich, sind uns überlegen, hätte ich gar nicht gedacht. Feuer! 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 Feuer
Endor, sehr schön. Was? Darf ich alles ändern? Autsch, wenn der uns trifft, war es das, glaube ich. Aua, Lebensbalken sinken. Bis zu dem Mörserschiff. Wo bin ich? Wo ist das Schiff, wo ich hin will? Oh mein Gott, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht euer Ernst. Ja. Wir müssen zu dem gewünscht, dass wir gerne vorhin nicht sterben, oder? Ja, stopp. Das müssen wir... Das müssen wir... Keine Erklärung. Keine Ahnung, was das war. Na Jungs, wie es läuft bei euch. Das ist jetzt mal außerhalb der Schlacht hier, also das passiert nicht wirklich, weil wenn das irgendwas sind, würde, dann wäre das richtig sehen. Die Sachen, die attackiert werden, in den Schiff mit versucht, weil wir nicht draufstehen. Finde ich gut. Okay, stirb bitte. Starke des Feindschiffs einholen, das kann man machen. Ich glaube mal, bis 10 werde ich nicht killen und dann hoffe ich mal, schaffen wir das 5 Kills in der Zeit. Alter. Stirb doch einfach. Ich finde die Steuerung auf den Schiffen manchmal sehr seltsam. Alter. Stirb einfach. Hä? Das doch? Ich hab mich immer gefragt, ob das wirklich Schaden am Schiff hinterlässt. Am Horizont tauchen Saarlinge auf. Unter britischer Flagge. Da sind spanische Schiffe. Das wird ein Schlachtfest, wenn wir uns nicht beeilen. Das stört mich jetzt nicht mehr diesmal. Hätte ich einfach aus der Ferne drehen da erkennen. Oh, wirklich alle. Ach Mann. Feuer! Feuer! Ein übelst lahmer Kahn, ey. Feuer! Ja, nur ein Gut, dass jeder schon in uns trimmen! Ein Mann am Mann, Besser als in der Schenke zu arbeiten, oder? Feuer! Feuer! Also, dann schaffen wir das. Feuer! Feuer! Komm schon, diesmal muss es noch funktionieren. Feuer! Ah, das war jetzt gar nicht cool. Feuer! Feuer! Komm, geht einfach. Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Wir haben ihn versenkt, Captain! Wir hätten eine gute Chance! Nein. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanonen! Noch mehr Futter für euch im Anmaß! Go, go, go!